Hearthstone, Heroes of Warcraft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hearthstone-Karten-Chaos-Video. Mein Name ist Rotmac und diese Woche haben wir die Doppelgänger-Konferenz. Tauscht euch auf der Doppelgänger-Konferenz im Gasthaus mit anderen Gestaltenwandlern aus. Wählt eine Klasse, dann stellen wir euch ein Deck aus Gestaltenwandlern und Zaubern zusammen. Ja, ein ganz easy Mode, ein ganz einfacher Zufallsmode. Und zwar haben wir hier eine Klasse, die wir wählen können. Wenn das Spiel dann mitmacht, was ist los? Spiel? Ja, voilà. So, dann können wir hier eine Klasse wählen. Ich wähle mir jetzt hier mal den Schurken aus. Und dann würde ich sagen, es geht los. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's! Valera gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Seid auf der Hut. Gegen Anduin, den Priester also. Und wir kriegen hier drei Gestaltenwandler. Zerus, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Denn wenn wir einen Zauber kriegen, ja, ist auch gut. Es ist eigentlich, es kommt wirklich nicht drauf an. Es kommt ganz drauf an, welche Diener wir hier dann kriegen. Wir beginnen auch mit drei Mana, wie ihr sehen könnt. Der Gegner hat zwei, kriegt in der nächsten Runde dann aber auch drei. Und ich würde sagen, wir starten hier einmal mit dem Taurenkrieger. Das ist sicherlich nicht schlecht und Stoik wird natürlich auch noch gegrüßt von uns. Das ist klar und dann schauen wir mal, was sich da ergeben wird. Er kommt mit einer Agentum knapp hin. Ist er jetzt, ist er für meine Zwecke. Ne? Also was das genau soll, keiner weiß es. So, wir haben hier Streiter von Orgrimmar. Wir haben Fandral, Hirschhaupt. Na, ich weiß nicht, wie viel da kommt. Ich würde sagen, wir geben ihm hier mal einfach Windzorn. Ich gehe davon aus, dass er sie nicht pushen kann. Und dann gehen wir hier mit 5 noch ins Gesicht. So. Was hat Stoik für uns bereit? Wir haben hier auch noch Schattenschlag. Heißt, fügt einem unverletzten Charakter 5 Schaden zu. Zum Beispiel einem strahlenden Elementar. Hier haben wir noch einen Läutern. Okay. Er opfert ihn. Das ist in Ordnung. Und wir werden das natürlich jetzt noch anders machen. Noch komplett anders. Wir hauen den mal weg. Dann gehen wir hier mit 3 raus. So, dann haben wir hier nämlich 10, 13 Schaden. Wir machen uns noch eine Waffe und gehen damit auch noch ins Gesicht. Das wird eine kurze Geschichte, liebe Freunde. Das wird eine relativ kurze Geschichte. So. Was hat er denn? Also wenn er jetzt meinen Taurenkrieger nicht los wird, dann ist er weg. Das war jetzt aber fix. Das war extrem fix. Das heißt sogar, es wird wahrscheinlich diese Woche noch für ein zweites Video reichen. Haha, wer hätte das gedacht? So, Stoik, er kämpft weiter. Nein, er kämpft nicht mehr weiter, er gibt auf. So, ja, aber ist total eine Glückssache natürlich. Also da kann es auch sein, dass ihr einfach Diener bekommt, die ihr gar nicht bezahlen könnt, weil sie einfach zu teuer sind vom Mana her und ihr gar nichts rausspielen könnt. Und dann kann es auch sein, dass ihr einfach nur Crap in der Hand habt. Und ja, Glück ist dabei in dieser Woche, aber es ist machbar. So, ich danke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne auch Kommentare da lassen, mit welcher Klasse habt ihr es versucht und wie gefällt euch eigentlich dieses Kartenchaos hier? Die Doppelgänger-Konferenz. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht mein Lieblings-Kartenchaos. Absolut nicht. Es ist okay für zwischendurch. Kartenchaos sind ja auch da, um ein bisschen Spaß zu haben. Ein bisschen Random-Faktor darf drin sein. Aber ich finde, dieses ist dann doch ein bisschen, ja, ist einfach nur Glück, ne? Ist einfach quasi nur Glück. So, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Rotmac. Ciao!